Flugsimulationsspiele am PC begeistern weltweit Tausende von Hobbypiloten. Und das so sehr, dass es schon seit einigen Jahren einen eingeschworenen weltweiten Fankreis gibt, der sich regelmäßig im Internet trifft, um gegeneinander um die Wette zu fliegen. Am Wochenende haben sich diese Piloten bei Tobit in Aarhus getroffen, um an den offiziellen europäischen Meisterschaften für Flugsimulationsspiele teilzunehmen. Geflogen wurde sowohl in Teams als auch in Einzelwertung. Wie viel Takes-Off es auf dem Lowland Tiger Meet gab, das weiß Christian der Schluse. Bevor Piloten einen Düsenjet sicher starten und landen können, haben sie vorher unzählige Stunden vor einem Flugsimulator verbracht. Genauso wie die 120 Piloten am vergangenen Wochenende im Hangar 23 des Aarhuser Unternehmen Tobit Software. Denn dort wurde zum dritten Mal die Europameisterschaft der Flugsimulation ausgetragen. Okay, die Jungs, die hier so sind, die sind alle schon ein bisschen älter und viele davon kennen sich halt nur übers Internet. Man kennt die Stimme, man kennt vielleicht das Gesicht noch in einem Foto. Das ist was ganz anderes, wenn man die mal live sieht und mit denen mal richtig reden kann. Und da werden auch sehr viele Freundschaften geknüpft, die auch lange, lange Zeit halten dann. Wie auch im realen Leben wurden die Piloten vor dem Flug gebrieft. Danach machten sich die Profipiloten auf den Weg zu ihren visuellen Flugzeugen. Taking out CP group. Estimate 25,000. Skyline 2 is locked. Bullseye 064, 30,000. Confirm. Not clear. Bullseye 086, 23, 36,000. Heading 020. Collapse declare group. Bullseye 065, 27, 36,000. Hobbypiloten setzten sich in die Simulatoren und kämpften gegeneinander an. Sehr nah an der Realität waren auch die Regeln und Aufgaben, die erfüllt werden mussten. Dazu gehörte zum Beispiel das perfekte Beherrschen einer Maschine in allen Fluglagen. Meine Aufgabe ist primär, das Ganze organisatorisch und zeittechnisch vor allen Dingen im Rahmen zu halten. Ich habe es vorbereitet ein paar Monate lang, habe die Missionen, die ausgefochten werden, gebastelt, habe Regeln geschrieben, das Ganze vorab veröffentlicht im Internet, sodass sich jeder vorbereiten konnte. Die Veranstalter konnten sich über Gäste aus Österreich, Polen, Belgien, den Niederlanden und natürlich aus Deutschland freuen. Profipilot Peter Schaufelberger ist sogar selbst nach Aarhus geflogen. Bei der richtigen Fliegerei hat man grundsätzlich mal das Hosenbodengefühl. Man merkt, in welcher Lage sich der Flieger befindet und hier hat man es halt nur auf dem Bildschirm. Und das ist schon wirklich ein Unterschied. Auf dem Rückflug in die Schweiz hatte Peter Schaufelberg den ersten Preis im Gepäck. Weitere Sieger kamen aus den Niederlanden und Deutschland. My man's 35 left at 7000. Separation.